Das war von vornherein klar, also wenn Jens, dann wird der Hufschmied und dann hat auch nie irgendeiner was gesagt. Jeden Tag im Büro sitzen, wäre überhaupt nichts für mich. Geht nicht. So ein Fohlentritt vom Fohlen kann manchmal mehr wehtun als ein Tritt vom Großen. Schon die Römer banden ihren Pferden zum Schutz eiserne Unterlagen unter die Hufe. Erst durch die Hunnen werden seit dem 5. Jahrhundert genagelte Eisen genutzt. Das Beschlagen von Pferden ist auch bei Jens Kiesling nach wie vor echte Handarbeit. Ein Tag im Leben eines Hufschmiedes, jetzt im Dossier 24. Normaler Tagesablauf ist bei mir, also morgens eine runde Tasse Kaffee trinken. Tag ohne Kaffee, ohne Start mit dem Kaffee würde nicht gehen. Ich brauche die Zeit, ich brauche die halbe Stunde. Ich muss ein bisschen zu mir kommen und dann mit Kaffee kann der Tag eigentlich nur gut werden. Dann hier bei uns auf dem Hof, wir haben selber einen Reitstall, noch mal ein bisschen nach Recht und Ordnung gucken, vielleicht noch ein paar Aufträge erteilen. Dann so ab 9 bis um 3 vielleicht nicht jeden Tag, aber Pferde beschlagen, hier noch ein bisschen unsere Hofarbeit machen und dann 18, 18.30 eigentlich Feierabend machen. Vielleicht haben wir Dante noch zu machen, dass der für die 14 Tage jetzt hält oder so. Ja. Ist immer nicht verkehrt. Man freut die See auch. Ja. Aber ich habe den mit dem auch schon auf dem Mappetat mal gesehen. Da war die halt da reingekommen. Zum Hufschmied bin ich eigentlich geworden, weil mein Vater ja auch Hufschmied ist. Und ich bin in der 7. Generation jetzt Schmied. Und für mich war das damals überhaupt keine Frage, als das hieß, was für einen Berufswunsch hast du? Ich habe sicherlich irgendwelche Hirnspinste, die man so als Kind hat, was macht man, eine Wärme, Feuerwehrmann, Polizist oder so, aber bei uns war das halt kein Muss, aber irgendwie war das so, du wirst Schmied, weil wir halt, wie gesagt, die Liebe zu den Pferden haben und ich bin einfach dann ja Schmied geworden, nach der 10. Klasse. Man holt das Pferd halt aus der Box, guckt dabei schon, ob er irgendwie lahm ist. Man sieht ja, wenn er ankommt, ob er irgendwie Fehlstellung hat, ob er kippelt beim Laufen oder so. Also das Ganze sollte, sag mal, bei 4 Eisen und ungefähr so eine Stunde, schon eine 15 oder so, dann hat man schon ordentlich da gemacht. Man muss schon ein bisschen gucken, auch, ob das ganze Pferd irgendwie, ob das vielleicht eine Krankheitserscheinung hat oder so, ob es stumpf im Fell ist oder so. Das spielt ja alles auch so ein bisschen mit einer Rolle, die man als Schmied ein bisschen mit beobachten sollte. Also das wichtigste Beschlagewerkzeug ist erstens zum Hufeisen abnehmen. Eine große Zange brauchen wir.
Wir brauchen zum Kürzen vom Trageren brauchen wir Hauklinge und Klopfkeule. Zum Feintuning, zum Raspeln der Wände und des Horns brauchen wir nochmal eine große Raspel. Und man nimmt zum Befestigen der Eisen mit Nägel und zum Vernieten nachher Hammer und Hufbeschlagzange. Die Nieten halten ja praktisch auch das Eisen. Wenn wir die jetzt nur abknipsen würden, da ist ja auch kein Widerhalt jetzt, dann würden die ja wieder abfallen. Und dann, dass man die Eisen halt besser abnehmen kann und leichter abnehmen kann, muss man halt diese alten Nieten wieder aufrichten, damit man dann besser nicht so viel Gewalt anwenden muss, wenn man jetzt oder nicht so viel Kraft anwenden muss, wenn wir jetzt die Eisen wieder abnehmen wollen. Ich habe schon Verletzungen, aber also auch schon, dass man vielleicht mal, sag mal ein paar Tage mit einer verbundenen Hand rumgelaufen ist oder mal ein kaputtes Knie hatte oder so. Wenn die sich jetzt wirklich die Pferde mit Gewalt wehren oder so und dann auch mal ausschlagen oder so und du nicht schnell genug wegkommst oder so, dann kriegt man halt schon mal einen Tritt ab. Das passiert schon mal, aber das ist Gott sei Dank nicht mehr so oft. Früher als Jugendlicher war man da vielleicht ein bisschen leichtsinnig, heute passt man schon, heute lässt man auch mal eher los. Da habe ich in der Lehre mal ein Pferd festgehalten. Mein Meister, der war ja ganz schön widerspenstig. Und der Meister hat gesagt, halt endlich fest, halte fest. Und dann habe ich halt so lange festgehalten, bis es nicht mehr ging. Und dann habe ich im Endeffekt, hat er mir die ganze Hand zertreten. Und das war dann doch ganz schön schmerzhaft. Da war ich wohl lange, lange krank gewesen. Aber das ist so eine Anekdote, weil der Meister hat immer gesagt, du musst festhalten, halte fest. Der stand weit weg und hat immer geschrien. Und ich habe festgehalten und dann aber war die Hand leider kaputt. Meine Aufgaben als Hufschmied bestehen darin, die Hufe der Pferde zu kürzen, auf Normalgröße zu bringen. Man kann das vergleichen wie mit einem Fingernagel, der ja auch ständig wächst. Man kann die nicht zu kurz schneiden, dann sind die Pferde lahm. Man darf aber auch nicht zu viel abschneiden, also nicht zu lang lassen. Sonst würden die ja wieder stolpern, die Pferde. Also man muss das schon immer so auf die normale Hufgröße bringen. Und in der freien Wildbahn ist es so, da legen die Pferde ständig kilometerweite Märsche zurück, um Futter aufzunehmen. Hier ist es nicht so, die stehen mehr im Stall oder ein bisschen auf der Koppel, werden ein bisschen geritten. Also wachsen die Hufe natürlich dementsprechend, haben nicht so die Abnutzung wie in der freien Wildbahn. Und dies müssen wir halt als Hufschmied tun und müssen die auf Normalgröße kürzen. Thank you.
von Jens Kiesling im Berliner Norden ist nicht nur Arbeit, sondern auch Wohnraum. Gemeinsames Mittagessen und die Versorgung der Tiere gehören ebenso zum Alltag wie das Beschlagen der Pferde. Mehr gleich im zweiten Teil von Dossier 24.